Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir wollen jetzt einsteigen in die letzte Runde, die finale Runde für die Korn Ferry Tour, die Korn Ferry Tour Championship in Pebble Beach, Kalifornien. Wir legen los und hier geht es zu Pebble Beach Golf Links. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From the Monterey Peninsula and Pebble Beach, the big one, live final round coverage of the Korn Ferry Tour Championship. It is the great challenge that all these golfers face, trying to string four solid rounds together, trying to best Mother Nature and this course, and trying to beat the entire field as we check the leaderboard. Our leader here on this Sunday is our featured golfer. He's got a two-shot advantage here to begin play. So, wir stehen am ersten Abschlag unseres letzten Spieltages für die Korn Ferry Tour. Das ist wirklich das letzte Turnier, die letzte Runde. Danach wird es dann gehen auf die PGA. So, ich muss hier ganz kurz meine Lautstärke korrigieren. So, jetzt ist es besser. So, okay, wir legen los. Wir sind am ersten Abschlag, ein paar 4 mit 365 Yards. Aber das wollte ich noch machen, habe ich jetzt fast vergessen. Und zwar Intense Settings. Schauen wir mal. Da müssten wir nochmal umstellen. Und zwar Visual, denn die vierte Runde soll ja wieder kein Fastplay sein. Und wir wollen natürlich die Preview Flyovers über jede Spielbahn, um zu sehen, wie eben Pebble Beach jede Spielbahn aussieht. Und das wollen wir ja ein bisschen genießen hier. Wie immer mit Front 9, Back 9. Und wenn wir schon hier sind, schauen wir mal ganz kurz nochmal aufs Leaderboard. Wir führen mit 2 Schlägen, denn Dave Bakers ist bereits draußen, hat schon ein Birdie gespielt hier an der 1. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir nicht nur die Korn Ferry Tour als solches gewinnen, sondern auch diesen Championship hier, dieses Turnier hier auf Pebble Beach. Also 2 Schläge haben wir noch Vorsprung. Dann schauen wir mal, was wir heute hier erreichen können. So, wir haben ein bisschen Rückenwind, aber wir werden natürlich auch wieder dieses Mal, Augenblick, natürlich den Ball hier reinfaden. Und dann wünsche ich uns ein schönes Spiel. Oh, ja, da sind wir zum Glück noch im First Cut. Das war jetzt ein bisschen knapp. Sehr gut. So, no real problems here with the lie. It's his second from that first cut. So, der Wind kommt von rechts und hilft uns ein bisschen Länge zu machen. Wir haben einen 60er Wedge. Es geht ja ein bisschen nach oben. Ja, das macht mir ein bisschen Gedanken. 60er Wedge, ich glaube, wir müssen ein bisschen länger sein. Okay, wir haben 94 bis 100. Okay, okay. Noch ein kleines bisschen länger, denke ich. Ja gut, wir stehen auch ein bisschen über dem Ball. So, jetzt wäre ein bisschen Backspin nicht verkehrt. Macht er natürlich nicht. That's a decent size green. It's not bad. Just a little past the hole. Nota Begay is on the ground for us at the first green. Not a whole lot of movement in this one. It may come a little bit to the right. He's gonna have to be 10 inches wieder down. Oh, da haben wir den Ball wieder falsch abgelegt, so wie das aussieht. Eieieiei. 10 down und wir wollen nicht, dass er durchrollt, weil der wird überhaupt nicht bremsen da hinten, so wie ich das sehe. Der wird richtig starten über links. Ja, und dann wird er natürlich sofort nach rechts gehen, habe ich den Eindruck. Okay. Wir wollen definitiv, dass er nicht zu weit runterrollt. Wir schauen nochmal. Ja, ja, der fängt sofort an, Gas zu bekommen. Ja, okay. Der kriegt richtig Speed hier auf den ersten 3 Kästchen sozusagen.
Okay. Naja, komm, jetzt bleib liegen, bleib liegen. Oh, that's a little suspect. It never really went as fast as I thought it would. And this will be a 5-foot putt here. Okay. Über rechts hier ran. Well done. That is in for a par here at the first, and the lead will remain one. Frank, interestingly, this hole number two plays as a par four for the U.S. Open. It is a par five. It's absolutely gettable, and players must take advantage. Certainly, Rich. Off that back tee, really, you've got to grab a driver. I know there's bunkers left and right, but the decision is whether that tee shot finishes in the fairway. Because if it does, you're going to have a crack at this par five and two. If it doesn't, then you play the layup. So, die Nummer zwei, das erste Paar fünf, wo wir auf jeden Fall stechen wollen, wo wir auf jeden Fall ein Birdie spielen wollen und eigentlich auch müssen, um weiterhin vorne mit dabei sein zu können. Deswegen auch auf jeden Fall den Ball hier schön über die rechte Seite. Der Wind wird ihn uns ein bisschen links rüber drücken. Wir werden ja noch vielleicht noch einen kleinen, ja, der Draw, das ist eben das Problem. Dann bleibt er hier gleich hängen. Ah. Okay, dann halt so. Yep, ich denke, den haben wir ordentlich getroffen. Dann wird er wieder wie immer noch ein bisschen nach rechts springen und noch etwas herunterlaufen. But this a much better tee shot as he is safely in the fairway. From the fairway. Let's go to Noda. When you find yourself in the fairway on the second at Pebble, you have a great opportunity to take advantage of one of the easiest holes on the course. Also was mir nicht einleuchtet ist, dass das eigentlich, wir sehen es doch, bergab geht. Warum zeigt er mir hier 10 Fuß nach oben an? Das will mir einfach irgendwie nicht einleuchten. Also das ist doch eigentlich ein Bergabschlag. Okay. Wir haben Wind, wir haben Eisen 6. Wir nehmen ein Eisen weniger, um aufs Grün zu kommen und hoffentlich auch zum Liegen zu kommen. Und dann ein bisschen faden. Wir stehen über dem Ball. Der müsste eigentlich sowieso nach links, nach rechts gehen. Ja, geht nach rechts. Kommt er auf dem Grün auf? Ja. Gut, dann springt er rein. Das passt soweit. Okay. Solide, solide, solide. On and two, par five. Didn't fly it there, but didn't have to. Got everything he needed out of that shot. This one just about straight at it for Eagle. Ja, für Eagle ist relativ. Wir haben hier wieder ein, ach, haben wir dann nicht das letzte Mal einen Chip gemacht. Wir könnten auch einen Pitch machen. Naja, okay, wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Putt, weil es geht ja ein bisschen berghoch. 5 Inches, das heißt also hier ungefähr hin. Aber wir müssen hier kräftig über rechts, aber im Endeffekt müssen wir ja nur schauen, dass wir an den Stock kommen, damit wir auf jeden Fall das Birdie spielen. Die Frage ist nur, wie weit läuft der dann hier rum, weil das schon gewaltig ist. Und er kriegt natürlich nach der Welle auch noch ein bisschen Tempo. Okay. That would have been a good one to convert on. Instead, that'll be left for birdie. So, das hatte ich ein bisschen stärker eingeschätzt, aber ist okay, wir liegen gut. It's for birdie. Ah, es bricht wieder ein bisschen nach links. Okay, sehr schön, okay, das passt. No problems there, finishing off a birdie at number two. He moves sehr gut. To 19 under for the tournament. Sehr, sehr third hole, gut. Frank, this is a fun little par four. Not too long, but the emphasis here is on putting the ball in the right spot, isn't it? It certainly is. You have to know how far you carry it, because if you take a line at that sort of third bunker there on the right side,
on a direct line at the left edge of that. It's about 250 yards to get to the sort of start of the fairway. From there, you're only 100 yards in, so just find your point, your aiming point. So, wir müssen wieder gucken, dass wir, er will, dass wir nur einen Hybrid schlagen, aber wir haben ja Gegenwind. Also werden wir auf jeden Fall hier das Holz reinjagen. Und das Ganze natürlich etwas drawn. Okay. Ja, der bleibt sofort liegen, rollt uns aber zum Glück nicht ins, in den First Cut. And here's another one that's going to set up nicely in the fairway. Second shot coming up. Let's bring in Iona Steven. He's left himself 133 yards to the flag and the pin on the left portion of the green. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Jetzt schauen wir mal. Das wäre dann hinten dran wieder ein leichter Bergab, aber da, wo die Fahne steckt, ist eigentlich alles relativ flach. Also wir müssten wirklich gucken, dass wir hier an den Stock kommen, weil dann haben wir nämlich eine Birdie-Chance. Denn das ist eins von den wenigen Grünen anscheinend, die um den Stock herum flach sind. So, wenn wir ein bisschen rechts bleiben, geht es berghoch. Und ein ganz kleines Break dann auf jeden Fall von rechts nach links. Aber wir müssen halt gucken, dass wir da hinkommen gegen den Wind. Okay. Ja, jetzt geht er direkt auf den Stock. Okay. Bingo. And that's a good approach shot too. Just a little left of the hole, but a good chance for birdie. 12 feet still to go. Ja, 2 inches nach oben. Das heißt, wir können den auf jeden Fall mit viel Tempo spielen über links. So viel Break wird der nicht mitnehmen. Bin ich mir relativ sicher. So. Ach, jetzt läuft er wieder über die rechte Lochkante. Ja, aber wenn wir langsamer gespielt hätten, dann wäre er definitiv da vorbeigelaufen. Okay, 1 inch nach unten. Nicely done. It is a par here at the third. And that's going to preserve this tenuous one-shot lead. Wow, a day's worth of breathtaking shots, Frank, from the players and the Pacific Ocean. There it is, and this begins that beautiful 7-hole stretch along the ocean, short par 4, 4th hole. And this is also where some of these decisions become quite critical. Do you try and drive this green 330 yards to the front, or do you worry about that little pop bunker on that left side, which is about 250 yards to get over it, because that's what narrows this fairway down. But it plays uphill. So, wir werden auch hier wieder das Holz nehmen, damit wir nicht zu dicht drankommen, sonst müssen wir wieder so einen komischen Pitch machen. So, okay. Also, die Jungs kommen ran, so wie es aussieht. Wir müssen definitiv Birdies spielen. Beautiful tempo to that swing, and this is going to wind up squarely in the fairway. Wir brauchen Birdies, um die Jungs auf Distanz zu halten. 54er Wedge. Ach, jetzt will der wieder doch pitchen. Approach, Finesse. Okay, wir nehmen Finesse. 60er Wedge, dann auf jeden Fall hinten rein. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass der wieder zu kurz sein wird. Ja, komm, spin ein bisschen. Ja, sehr schön. Okay. Ah, that's a high-quality shot right there. A 5-footer now for birdie. Es geht ein bisschen bergab und wenn wir den hier reinkullern lassen, dann müssen wir auf jeden Fall viel weiter links anhalten.
Na also, geht doch. Well-played hole. It's a birdie here at four. Ich meine hier Pebble Beach minus 20. So, wir haben wieder zwei Schläger Abstand. Despite being redesigned by Jack Nicklaus late last century, safest play here is to the left center of the green. So, Par 3, 201 Yards bergab. Und die Fahne steckt natürlich ganz, ganz hinten. Es geht ein bisschen bergab. Eisen 5 erscheint mir etwas zu lang. Tja, wir müssen da eigentlich unten runterkommen, ne? In der Vergangenheit haben wir die Bälle immer so leicht reingefadet. Jetzt haben wir natürlich den Wind. Jetzt haben wir den Wind. Und der müsste eigentlich ein bisschen runterrollen hier, ne? Also ich würde auf jeden Fall lieber ein Eisen weniger nehmen, sonst rollt er uns hinten raus. So, der fällt schön runter, sodass der eigentlich liegen bleiben sollte auf dem Grün. Sehr gut. Okay. Yeah, solid shot right there and it'll be a good look at birdie here at number 5. This is a 13-footer. So, es geht auch hier wieder bergab. Ja, es geht bergab. 3 inches. Das heißt, wir gehen hier auf die Marke. Und eigentlich müsste er am Anfang ein bisschen brechen. Ja, ist natürlich jetzt wieder schwierig, ne? Weil wenn er erstmal um die Kurve geht und bleibt nicht auf der Linie. Birdies here at 4 and 5 and he moves to 21 under par. So, jetzt haben wir mal das nötige Putt-Glück, was wir ja an der 3 nicht hatten. Here we are, another good scoring opportunity, the dramatic par 5-6. It's easy to have that view of Stillwater Cove on the right, but that needless to say is not the place to go. Those 5 bunkers down the left really determine your strategy off the tee. Plus you're playing from elevation, nearly 20 yards extra off the tee. So that run out at 360 at the end of the fairway, believe me, that's in play. So, wir kommen zur Nummer 6, die dann natürlich danach die Nummer 7, das berühmte Par 3 hier in Pebble Beach. Hier ist wieder Par 5, das heißt, auch hier muss das Ziel sein, dass wir mit dem zweiten aufs Grün kommen, damit wir dann ein Birdie spielen können. Auf jeden Fall haben wir jetzt kräftigen Gegenwind. Okay. Das sollte aber nicht das Problem sein, den Ball hier reinzuschlagen. Ich überlege gerade, ob wir den flacher schlagen. Okay, ein bisschen lower. Wir machen das so, Drive und einfach etwas flacher. Damit er da unten hoffentlich noch ein bisschen rollt. Ja, auf keinen Fall in den Bunker, ne? Das ist definitiv nicht gut. Aber er springt nach rechts. Sehr gut. Das heißt, wir haben 191 Yards zum Loch, aber deutlich höher gelegen. 32 Fuß. So, Eisen 6. Ja. Reicht uns das Eisen 6 da hoch? Wir haben auch noch Gegenwind. Es müsste eigentlich. Ja, wenn wir den dann darüber spielen und dann kann der reinrollen. Einen leichten Draw vielleicht noch. Einen leichten Draw. Ja.
Ja, der springt drauf, aber er kickt halt nicht nach links. Dafür war er dann doch zu kurz, deutlich zu kurz. Doch ein Eisen mehr hätten nehmen müssen. Certainly taking advantage of this par 5. Comfortably on for 2. This one gonna really test your distance control. Back up the hill for an eagle. So, 11 inches. Das heißt auf jeden Fall hierher, damit wir zum Loch kommen. Am Anfang geht es ein bisschen nach links, das soll uns aber nicht weiter stören, denn im Wesentlichen geht es hier drüben auf der zweiten Hälfte nach rechts. Deutlich nach rechts. Also wie gesagt, die Devise muss hier sein, Länge vor Richtung. Ja. Der müsste doch so auf jeden Fall hinkommen. Ja, da ist eine kleine Welle, oder? Na, doch nicht. Also er muss dann den Buckel hoch und dann runter. Okay. Ja, noch ein bisschen mehr. Also ich nehme mit das Birdie. Um ein Haar das Eagle. Jo, sehr schön, sehr schön. Da sind wir absolut im Matchplan. Das heißt, wir konnten beide Paar 5 nutzen, um unsere Birdies zu spielen. That means he'll get it to 22 under par. Frank, the seventh tee is almost spiritual. You just want to hit a little baby wedge that kisses the clouds and drops softly on that green. Then you want to stare out at the Pacific. Just with a whole lot of gratitude. Yeah, when I first played it, Rich, I couldn't help but be sort of in love with the beauty of the surrounds. Plus, I couldn't believe how short the hole was. And I thought, well, this is sort of, you could almost throw it on the screen. And then I played it on a windy day. So, wir spielen zum letzten Mal das Signature Hole von Pebble Beach. Das ist dieses Par 3 zum Pazifik raus. Ein kurzes Par 3 mit 113 Yards. Aber das Entscheidende ist natürlich hier das Gefälle. Das Gefälle. Auch hier gilt es einfach nur aufs Grün kommen, Paar spielen und gut ist. Ja. Wir wollen eigentlich nicht dahin in den Bunker. Das muss nicht sein. 23 Fuß ist ordentlich. Ich meine, wir haben ein bisschen Wind, Gegenwind. Aber das soll das eigentlich sein. Ja, doch, der ist dann so kurz. Okay, aber das passt. Das ist okay. And he maybe didn't want to risk going over, so this ball well short of the hole and a long look coming up for birdie. Oh, ich korrigiere mich. Down to Iona. Now this will get a little bit of a boost as it gets down the slope, but more importantly it's going to work its way from left to right. So, das ist ordentliches Gefälle hier, aber vor allen Dingen macht mir Sorgen dieses Break hier über links. Von links nach rechts. Ein Wahnsinnsbreak. Und dann noch ein bisschen bergab. Auch hier gilt wieder Länge vor Richtung, damit wir das Pärchen spielen können. Ja, der haut sofort nach rechts ab, das sehe ich schon. Oh, total hier verdreht hier im Putt. Aber die Länge passt wieder, die Länge ist wieder gut. Okay, I'd call that an acceptable effort from that range. So, der Ball liegt gut. Level. Bingo. Oh, der ist beinahe rechts weg. It'll be a par here at 7. And he'll remain 4 clear of the field. We head now to the 416-yard eighth hole, one of the premier par fours in golf. Fairway wood or long iron off the tee, giving way to a long approach over the cliffs and a yawning chasm below. So, wir führen mit 4 Schlägen. Das ist gut. Das ist auch ein bisschen beruhigend. Wir schauen jetzt nochmal aufs Leaderboard. So, Dave Bagers, minus 3, minus 1, minus 3 da unten. Mitch dann die minus 5 gespielt, ist aber auch schon fast im Clubhaus. Interessant sind natürlich die ersten 4, die hier wirklich auf unserer Höhe spielen. An der 7, an der 8 sind sie gerade.
So, wir sind im letzten Flight zusammen mit Tim Vasquez und der hat, glaube ich, keinen so guten Tag. Der ist even par im Moment nach 7 Bahnen. Okay, also im Moment läuft alles gut für uns. Wir haben nochmal 2 Par 5, vor allen Dingen das letzte Par 5 ist nochmal interessant. Wir haben also noch die Möglichkeit, 2-3 Birdies zu spielen. Minus 25 sollte so das Ziel sein und da können wir auch hinkommen. Okay, bis jetzt läuft es ja ganz ordentlich. Das ist jetzt nochmal ein interessantes Loch. Wir haben wieder das Hybrid in der Hand. Wir haben etwas Rückenwind. Deswegen werde ich hier etwas den Ball nach oben spielen. So, damit er hoffentlich schnell zum Liegen kommt. Ja, geht ein bisschen nach links. Ja, weil das sollte auf keinen Fall durchrollen bis nach hinten. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen Strecke, muss man sagen. 189 Yards bis zum Loch. Aber es geht auch hier bergab. Das heißt, ein Schläger in der Regel weniger. Beautiful tee shot. Great position looking at this green. And there are no easy options here. You got bunkers up the left, bunkers on the right. You have balls that are going to find their way into the penalty area. Requires precision execution. Ja, das müsste doch eigentlich reichen, zumal wir ja auch Rückenwind haben. Noch ein bisschen Druck reinspielen und dann müsste das doch passen. Den hohen Draw, der müsste doch schnell zum Liegen kommen. Ja. Ja, könnte noch ein bisschen runterrollen, tut er aber nicht. 19 Fuß noch bis zum Loch. Now this for birdie. Oha, oha. Definitely sitting on the high side of the hole. It's downhill, but one thing in his favor, there isn't too much break to speak of. Das Problem ist, den wieder natürlich zum Liegen zu bringen. Ja, der wird wieder durchrollen, natürlich über rechts. Kräftig über rechts, weil er langsam sein wird. Ja. Ah, ja, jetzt rollt er natürlich durch. Das ist das Gefährliche, der bremst nicht. Boy, that's gonna come up short. Never quite had enough to get there. So, bergauf. Über links. Klar, dass er wieder auslebt und schon haben wir das erste Bogey. Das war überflüssig, da war einfach wieder der erste Putt deutlich zu lang, deutlich zu lang. Und dann lebt er natürlich auch noch so blöd aus. Etwas zu schnell. Schade, schade. Das hatten wir bis jetzt ganz gut im Griff, aber das Bogey war überflüssig. The tee shot here has to be struck absolutely flush down that left side. And the reason why, if you look closely, is this fairway, just everything moves to the right. So if you sort of pitch it in the middle of the fairway or the right-hand side of the fairway, it's going to go on the rough and leave you a really difficult second shot. So a great drive here is rewarded. Yep, wir müssen ein bisschen über die rechte Seite. Der Wind wird ihn rübertreiben, aber dann rollt er dann eben dort runter. Das ist kein Problem. Yep. So, letzte Bahn für die Front 9. Da wollen wir nochmal einen schönen Abschluss machen. Watch this gravity take over here. That's gonna come on down the slope. Wow, really well done. Yep, wir kommen damit auf 326 Yards und haben noch 146 bis zum Stock. From a bit of a down slope here. His second to the par 4. Ja, die steckt natürlich hier echt gewaltig, ne? Das ist natürlich logisch.
Das ist logisch. Approach mit einem Eisen 9. Es geht runter. Das heißt, eigentlich müsste man Eisen weniger nehmen. Aber das sieht mir gefährlich aus. Finesse Eisen 9. Okay. Ja, steckt halt direkt hinterm Bunker. Direkt hinterm Bunker. Es geht 10 Fuß nach unten. Das heißt, dann müssten wir normalerweise irgendwo hier anzielen. Okay. Wir stehen wieder mal überm Ball. Komm, zieh, 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 zieh. Ja, ich denke, damit können wir zufrieden sein. Corn Ferry Tour is such a great breeding ground. The iron play like that is good enough for any PGA Tour event. So, jetzt nochmal konzentrieren, damit wir uns das Bogie gleich wieder zurückholen. Ja. Sehr schön. Yep, that's nicely done. It's a birdie here at the ninth. Sehr, sehr schön. Nochmal ein Birdie und gleich hier das Bogey ausgeglichen. 4 Schläge Vorsprung. Started the backside with a 444-yard par 4 tenth, the last in this stretch along Carmel Bay, offering the widest fairway at Pebble, feeding left to right toward the water. Ja. Mit 4 Schlägen Vorsprung haben wir jetzt also die Front 9 abgeschlossen und gehen damit natürlich jetzt auf die letzten 9 Löcher. Hier die letzte Bahn erstmal vorerst am Pazifik, an der Küste hier am Strand entlang, die Nummer 10. Aber ihr wisst, wir spielen Front 9, Back 9, wenn wir eben die lange Version mit Flyover und natürlich Animationen spielen. Und das bedeutet, dass wir jetzt erstmal am Ende angelangt sind. Wir haben einen komfortablen Vorsprung, aber wir müssen aufpassen. Ruckzuck hat man hier dann sich doch verpattet und ein Bogie gespielt. Hier sind 3 Putts relativ schnell möglich. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, dann natürlich zu sehen, ob ich am Ende hier nicht nur die Korn Ferry Trophäe für die Saison in Händen halte, sondern natürlich die auch hier des Championship in Pebble Beach. Dann schaltet einfach ein, dann wenn wir die Back 9 hier spielen. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wie immer, dass ihr ein bisschen was für euer Spiel habt mitnehmen können. Ich sage danke und wünsche euch ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal.